Die ist nicht ganz ausgewickelt. Das hast doch du gemacht. Lüg doch nicht. Das ist ein ganz Trieb. Das geht doch mich nichts an. Das macht doch ihn nicht. Das hat er der gemacht. Ich? Ja, einer von euch beiden muss sie doch gemacht haben. Woher die hat einer von uns drei gemacht. Die haben sie selber gemacht. Die. Also nicht lange reden. Diese Aufnahme, die muss nochmal gemacht werden. Nochmal? Ja, sieh das glaube ich aber kaum, dass der Mann nochmal herkommt. Der war doch damals beim Fotografieren schon so ekelhaft. Ach, das ist ja der ja, den kenne ich gut. Der braucht nicht mehr kommen, den fotografiere ich auswendig. Ach. Pass auf. Ich habe eine dringende geschäftliche Angelegenheit zu erledigen. Ja. Ich muss verreisen. In drei Tagen bin ich wieder zurück. Auf Wiedersehen. Ja. Ich hoffe, dass ich mich verlassen kann auf euch. Ja, ja. Wäre es nicht schließlich eventuell besser, wenn wir die zwei Tage, wo sie nicht da sind, sperren würden? Ja. Atelier schließen? Mhm. Zusperren. Das könnte euch so passen. Wie war seid ihr denn da? Ja, da sind wir ja dann nicht mehr da, wenn wir zugesperrt haben, ne? Ihr bleibt aber da. Also wenn Kundschaft kommen sollte, dann habt ihr die Aufnahmen zu machen. Ja. Ja, das werden wir kaum kennen, weil wir haben ja nie Aufnahmen gemacht. Wieso? Die haben ja sie immer gemacht. Wir haben ja nur immer entwickelt, der vom Pappen und... Ach, Unsinn. Ihr seid doch lang genug bei mir. Ihr wart doch immer dabei gewesen, wenn ich Aufnahme gemacht habe. Habt doch zugesehen. Ja, ja, da haben wir aber nie Obacht gegeben, ne? So. Ja, wenn jetzt da zum Beispiel ein ganzer Gesangverein kommt, sind wir den auch fotografiert. Ja, aufgenommen. Fackelzug? Ach, Fackelzug kommt doch nicht hierher. Zeppelin? Ach. Nein, der meint wahrscheinlich so, wenn recht viele Leute auf einmal kommen, ne? Gleich ein paar Tausend zwingen, die hätten ja gar keinen Platz da drin. Ein paar Tausend kommen schon nicht. Na, meinen Sie nur, wenn's kommen würden. Wenn Kundschaft kommt, habt ihr beide die Aufnahmen zu machen und damit fertig. Und dann noch etwas. Dass ja nicht geraucht wird während meiner Abwesenheit. Ja, wir haben ja gar nichts zum Rauchen. Darf gut sein. Ja. Ich geh jetzt. Auf Wiedersehen. Passiert's Ihnen so? Der ist manchmal gelungen, gell? Ja, dir fehlt auch nichts. Ja. Also, dass alles klappt. Jawohl. Ich mach schon zu, bitteschön. Das ist fein. Du, was machen wir jetzt? Nix mehr. Leg mir gleich Arbeit zu. Lass mir's nicht mehr sehen. So. Aus. Das wird fein jetzt. Zwei Tage Urlaub. Zwei Tage macht man nicht auf. Nein, aufmachen, das kommt ja gar nicht in Frage. Jetzt hole ich ein Grammophon und dann tanzen wir da herin. Zigaretten holst du noch, Papierlampe ja. Und macht man Atelierfeste. Ja. Ich telefoniere mir nach meiner Mickey Maus, dass drauf kommt. Ja. Ja, aber wenn es jetzt wirklich dann läuft, was machen wir dann? Nicht auf. Nicht auf. Aufgemacht wird gar nicht. Ja, das ist einfach so. Sollte wirklich jemand kommen zum Fotografieren, da machen wir auch nicht auf. Die sollen einfach dann zu einem anderen Fotograf gehen. Hm? Wenn? Erst langleiten. So, ich mein aus. Geh mal aus. Freche Leute gibt's. Das ist ja der Meister. Warum wird denn da nicht aufgemacht? Wir haben da aufgemacht.
Habt ihr das Leuten nicht gehört? Leuten? Ja, im Moment doch, im Moment. Heute? Nein, ich habe nicht, weil ich habe nichts gehört, weil ich bin jetzt da gesessen. Das heißt, ich bin eigentlich mehr umhergegangen und dann habe ich so gehorcht. Und plötzlich, auf einmal habe ich nichts gehört. Ja, wir waren ja alle zwei da. Ja, ich habe mir direkt Mühe gegeben, ob ich irgendwas her, aber. Wir haben wirklich nichts gehört. Gewiss nicht. So. Und ich habe sechsmal gehört. Nein, dreimal war's bloß. Da kommt er wieder richtig auf. Ja, was ist denn hier los? Warum ist denn der Tisch hier zugedeckt? Ja, ich weiß selber nicht. Vorher, wie sie rausgegangen sind, da ist bei der Tür so ein Wind. Was? So Windränke, der hat so ein Wind. So hinübergeweht. Ja. Seit wann geht denn der Wind hier in dem Atelier? Seit wann denn? Ja, wir waren selber ganz komplex. Da hört sich jetzt doch alles auf. Erklären Sie mir das. Seit wann geht ein Wind in dem Atelier? Ja, vielleicht, dass gerade Zigaretten, Dunkelkammer auf war, durch das, das vielleicht eventuell gezogen hat. Soll das hier sein? Wie? Was das hier sein soll. Oh. Hier! Ui, was ist denn das? Ah, ein Glühwürmchen. Ja, wirklich. Ja, aber das raucht doch. Ja, dann ist eben ein Rauchwürmchen. Wie kommt die Zigarette da rein? Ja, das weiß ich schon. Da, wenn die Fenster auf sind, dann laufen immer Kinder vorbei, die besen Kinder, und dann schmeißen immer Steine rein ins Atelier. Ja, die haben schon im Sommer Schneeballen reingeworfen, folgt ja. Wo werfen sie die Sachen? Da, beim Fenster. Da laufen sie immer vorbei, dann schmeißen sie immer. Bei was für einem Fenster? Da. Fenster? Ja, wo ist denn hier ein Fenster? Da. Ja, wer hat denn da zugemacht? Da war doch immer eins. Erklären Sie mir das. Wo ist hier ein Fenster? Ja, aber in der Bahnhofstraße, wo wir früher waren, in dem Atelier. Das weiß ich noch genau wie heute, war da ein Fenster. Na, das kann er nicht werden. Wenn das jetzt eine Kundschaft gewesen wäre, die rein wollte. War keine. War keine. Das hätte doch nicht sein können. Nein, Sie wollen. Deswegen muss ich zurückgehen. Ich meine Brieftasche vergessen habe. Ja, die liegt in der Dunkelkammer. Am Fensterbrett. Ja, 7 Mark 50 Pfennig sind drin. Was? Reingeschaut habt ihr auch schon. Ja, aber nur einmal. Ich hab dann sofort wieder rausgeschaut. Das eine mit anderen von euch beiden. Sie, was war denn das eben für eine Grimasse? Was das eben war? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Frechheit! Die Brieftaschen hat er vergessen. Also ich gehe jetzt. Ja. Dass nun sofort aufgemacht wird, wenn es draußen läutet. Ja. Jawohl. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt gleich. Bitteschön, kommen Sie noch mal zurück, jetzt gleich wieder, ne? Sei nicht so frech! Komm dir aber runter! Da hört sich doch alles auf! Bengel! Mach einen Riegel zu! So. Jetzt weiß er alles. Ja, ich kann nichts dafür. Jetzt weiß er, dass wir nie aufmachen. Ja, da bist du aber alles verpasst. Atelierfeste aus, mit die Maus, rum, aus. Du warst so gescheit. Du bist gleich mit der italienischen Nacht dahergekommen, ich danke. No, am Leuten kennst du doch nicht, wer es ist. Na, jetzt ist schon vorbei. Jetzt fragst du nichts mehr, Dinge. Jetzt kommt er nicht mehr. Ne? Aber es ist... Ich schau einmal. Schau, beim Schriftloch. Sehen wir es halt wissen. Ja, zum Teufel nochmal! Heinrich Alfons! Aufmachen! Ich sehe sie wieder! Warum wird denn wieder nicht aufgemacht? Ja, bitte, ich kann nichts dafür. Ich war jetzt gar nicht darin. Ich war draußen in der Dunkelkammer. Ich war draußen in der Dunkelkammer. Ich werde wissen, wo ich bin. Ich war in der Dunkelkammer. Ja. Jetzt will er sich nur einschmeicheln bei Ihnen. Ich war wirklich draußen in der Dunkelkammer. Mhm. Ja, es kann ja möglich sein, dass er auch draußen war. Dann habe ich ihn halt nicht gesehen, weil es zu finster ist draußen. So,
Und Leuten habt ihr auch nicht gehört. Ja, wenn es so finster ist, Strass. Ja, wie stellt ihr euch das vor? Wenn es dort eine Kundschaft gewesen wäre, die rein wollte. War aber wieder keine. Ja, war keine. Das hätte doch keine sein können. Niemals. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich dran bin. Am ersten fliegt ihr mir alle beide. Verstanden? Ihr Bande! Kommt der Aufnahme? Gibt's sowas auch? Das wird uns gerade recht. Ich kenne, dass der nochmal daherkommt. Wir sind so dumm, alle zwei. Das hättest du doch denken können. Denken? Was ja, heißt denken? Der ist doch gleich so raffiniert. Den kenne ich doch, den Bruder. Wirst du sagen, der kommt schon noch ein paar Meter her. Nochmal. Dann kann er uns aber nicht mehr fangen, weil in dem Moment, wo es jetzt leid, ist dir auf der Garantie. Ja, da gehen wir jetzt hin an dir. Lieber machen wir vorher schon auf Vorleit. Da gehen wir her. Da bleibst du jetzt stehen bis auf Nacht. Nimmst du den gleich in die Hand, ja. Und in dem Moment, wo es läuft, ja, wie es läuft, dann reiß ich auf.